Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Am 20. Dezember. Ich habe gerade alle Adventskalender im Supermarkt auf den aktuellen Stand gebracht. Man hilft, wo man kann. Ist Ihr Glühwein auch vegan? Nur der weiße, den roten färben wir mit Kälberblut. Ich will nur noch an dieser Bude Glühwein trinken. Es war flauschig gewesen. Das ist Plüschquark perfekt. Ich soll meiner Freundin Shampoo mitbringen und muss mich jetzt im Laden entscheiden, ob ihre Haare glanzlos, strapaziert oder fettig sind. Ich kann nur verlieren. Paradox ist, dass 95% der 15- bis 25-Jährigen Genitalien in den Mund nehmen, sich aber davor ekeln, wenn braune Stellen auf der Schale ihrer Banane sind. Liste mit Dingen, die ich mit einem Victoria's Secret Engel gemeinsam habe. Hunger. Zu Engel für Tinder, zu alt für Snapchat, zu unfotogen für Instagram, zu arm für Elite-Partner, zu dumm für Twitter. Hallo YouTube, ich bin's wieder. Wer ist der Gott der Vegetarier? Kräuterbuddha. Was hat Marge Simpson 3 Tage nach der Geburt ihres Sohnes? Ein 3-Tage-Bad. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon in Tschernobyl war. 7-mal. Gerade eine üble Story gehört von einem Typen, der ihr letztes Weihnachten sein Herz gab, sie es am nächsten Tag aber einfach weiter verschenkte. Schatz, warum hast du den Browserverlauf gelöscht? Ich habe dir ein Weihnachtsgeschenk bestellt. Ich, klug, habe jetzt aber ein ganz anderes Problem. Meine Katze guckt mich komisch an, wenn ich durch die Haustür komme. Ich glaube, sie wundert sich, dass ich einen Schlüssel zu ihrer Wohnung habe. Wenn du realisierst, dass Tom Hanks seine Dankeskarten mit T. Hanks unterschreibt. Nach dem Sex rauche ich mir immer eine. Jetzt ist die Schachtel leer. Ach guck, 5 Mark haben die mal gekostet. Suche Lebenspartnerin. Biete ein Drittel der Bettdecke. Kann durch Kampf erweitert werden. Wenn man jemanden Unverheirateten ledig nennt, nennt man dann einen Verheirateten erledigt? Wenn du den Knall hörst, warst du nicht das Ziel. Wolfgang, 47, Scharfschütze. Warum tut mir nach der Darmspielung der Arsch so weh? Die Endoskopkamera war kaputt. Und? Da haben wir die GoPro genommen. Woher soll ich denn wissen, dass der G-Punkt meiner Freundin nicht in ihrer Mitbewohnerin liegt? Du bist wie meine kleine Zehe. Klein, süß und niedlich und ich werde dich heute Nacht noch gegen meinen Schrank knallen. Wenn ich 1 Euro für jeden rassistischen Witz bekommen hätte, den ich je gemacht hätte, dann würde mich bald wahrscheinlich ein Schwarzer überfallen. Wenn auf der Packung steht, schmeckt wie selbstgemacht und man denkt, hoffentlich nicht. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.